mit den Peter zusammenbringen. Geht's denn jetzt noch hier rein? Das wäre dann der letzte Raum. Der Bienenmann! Der ist auch cool, bestimmt. Spoiler uns erstmal wieder, Bogen. Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch an meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Alan Albrecht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist, glaube ich, auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich und es entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, aber es ist total logisch. Das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten. Also halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass ich die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt habe, nämlich nach Firmengründung von The Delic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fae mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann, aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fae an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fae, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Was recht erstaunlich ist, weil das ja noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam, krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden, und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran, und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk, und es bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich... ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön. Mhm. Findest du das? Alter, und auch noch der Name Generalschlüssel. Das tiltet einen richtig. Hier ist auf alle Fälle die Zickzackschere, die wir noch nehmen können. Und dann ist hier der legendäre Bienenmann. Er ist eine Biene. Nimm mal erstmal Stoffelei. Ui, lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Stoffelei. Oh, so ein Ärger. Echt? Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Oh, lecker. Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Beides. Ah ne, das wäre dann Minecraft. Von manchen Künstlern wird behauptet, die Leinwand habe zu ihnen gesprochen. Ich frage mich, was soll so eine Leinwand schon Spannendes zu erzählen haben? Lass sie hier mehrere Monate lang mit Essen drauf stehen, dann kann sie irgendwann mit dir sprechen. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Ja, ich frag mich, wieso man beschäftigt werden sollte. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Verhunzen! Ich nenne es
A New Beginning. Das sieht aus wie Zelda. Hier dieser... war das ein Game oder war das die Comic-Serie? Ich glaube, das war aus der grottenschlechten Comic-Serie von The Legend of Zelda. Aber ich glaube, zu der Serie gab es auch noch ein Game, also war es beides. Und der hat irgendwas gesagt, von wem man sieh kann mal, frei eine unbenutzt schnell Dinge draufzeichnen. Unbenutzt würde ich jetzt nicht sagen, dass Zelda drauf zu sehen ist. Aber scheinbar kann man doch nur eine Sache drauf rumzeichnen. Platter wird die Leinwand nicht. Naja, die ist jetzt nicht gerade platt, also die ist schon... hat ein bisschen was an Breite. In diesem Bild durchbricht Captain Unbrauchbar die Kinoleinwand. Das nenne ich eine Überraschungsparty. Da könnte sich Petra noch eine Scheibe von abschneiden. Die wäre ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Apropos Petra, da fällt mir ein, ich kann die ganzen Dinge noch mit ihr verwenden. Das wäre ein prima Kunstwerk. Ich brauche es aber bestimmt noch für ein Rätsel. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, Jo, das bleibt dasselbe. Sieh mal, Harvey. Jo, das bleibt dasselbe. Nein, mein Kunstwerk ist bereits fertig. Respekt, wie schnell sie das überhaupt zeichnen konnte. Also Edna, du hast echt Skill. Die wären ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Ach so, sie meinen ja nicht das Kunstwerk, sondern das ganze Zeug hier. Da brauchen wir die Topflappen, die Polizeimarke und das Formular. Ja gut, Formular wahrscheinlich dann, um in die Therapie reinzukommen. Topflappen und Polizeimarke müssen wir dann gucken. Sieh mal, Harvey, eine... Sieh mal... Jo. Sieh mal... Immer noch jo. Sieh mal... Und immer noch jo. Meine Fußnägel sind bereits Kunst. Performance-Kunst. Aber hallo. Aber jo, da gehen wir jetzt mal hier raus. Zurück zu Petra. Müssen wir das Licht natürlich nochmal anschalten. Überraschung! Huch! Was passiert denn dann eigentlich, wenn wir rausgehen und das Licht nicht? Lieber nicht. Das könnte gegen mich verwendet werden. Ausmachen. Und ja, das könnte es wirklich, Edna. Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, dann erfinde einfach etwas. Das merke ich mir. Harvey hat manchmal echt gute Ideen. Die kriegt meinen tollen Kugelschreiber bestimmt nicht. Würde ich ihr auch nicht geben. Wie sehe ich denn aus? Die Versuchung ist groß. Aber es wäre einfach nicht Edna-Style. Ja gut, das stimmt. Edna ist zu lieb dafür. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen die Chili der Mafia. Oh, holy Pass shit. Auf, nützlich Boy! Sie buchstabieren Schmerz! Oh, ist das Ende von dem Captain? Oh, diesen Kampf kann man noch nicht schaffen. Oh, der Arme tut mir leid. Polizei! Das ist eine Razzia. Na endlich! Stellen Sie sie einfach da hinten zu der anderen Pasta, bitte. Okay, der war wieder so schlecht, dass er wieder gut ist. Hier hast du eine Einladung zur Therapie. Du Scherzkeks. Ich brauche doch keine Therapie. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst die Therapie oder jeder, der mit dir spricht. Ich finde dich lustig. Dir fallen immer so viele ulkige Sachen ein. Na... Die Versuchung ist groß. Oh, das ist nur ein stumpfes Messer. Aber es wäre einfach nicht Edna. Damit kannst du nicht mal die Chipstüte öffnen. Ich habe meine Gabel mitgebracht. Ach, du Dummerchen. Hier gibt es doch nur Fingerfood. Kann man auch mit der Gabel essen. Habe ich vorhin erklärt. Nee, letzte Folge erklärt wie. Spielen wir später auch Kopfschlagen? Du meinst Topfschlagen? Kommt drauf an, wer an der Reihe ist. Gibt es auf deiner Party auch was Warmes zu essen? Nein, aber ich habe drei verschiedene Nudelsalate gemacht. Nudelsalat mit Bohnendip, Nudelsalat mit Chips und Nudelsalat mit Nudelsalat. Außerdem gibt es Chips mit Bohnendip.
Aber das zählt nicht als Nudelsalat. Aha. Eine sehr gute Köchin, wie man merkt. Hoi! Du bist ja ein kleiner Dreckspatz. Oh Gott. Hoi! Du bist ja ein... Alter, das ist so eine typische... Kennt ihr das, wenn Frauen viel zu früh... Oder, ja, man kann nicht mal sagen, viel zu früh. In dem Fall dann schon eher viel zu spät Kinder bekommen. Oder generell Eltern, wenn die viel zu, ja, zum Teil viel zu früh, aber auch viel zu spät Kinder bekommen. Und dann wirklich den kompletten Tag über nur in so einer übelst schrecklichen und grässlichen Mickey-Maus-Stimme mit dem Kind sprechen. Oh, Papa, du da. Und du bist ja ein süßer kleiner Dreckspatz. Oh, jetzt hast du unseren Flachbildfernseher auf den Boden geschmissen. Ach, bist du tollpatschig heute, mein Süßer. Alter. Na komm. Was soll das hier eigentlich sein? Das ist selbstgemachtes Bohnendip. Erbsen, Bohnen, Linsen, Pflaumen, Rizinusöl und die geheime Zutat. Geheime Zutat? Abführmittel! Also erstens heißt es selbstgemachter Bohnendip, denn es ist ja der Dip und nicht die Dip. Oder nee, das Dip. Selbstgemachtes ist dann das Dip. Und zweitens, gut, dann passt es, dass die Party hier auf dem Klo stattfindet, wenn da Apfelmittel drin ist. Guten Appetit wünsche ich dir. Ich nehme diese Chips mit, okay? Oh, schade. Das geht leider nicht. Die sind doch für die Party. Tja, wirklich schade. Das heißt, Nanu? Was ist denn das? Na, sieh mal an. Du hast dich geirrt. Es geht doch. Das ist aber auch nicht wirklich Edna-Style. Hurra, Konfetti! Ja, gut. Ein bisschen hatte Poki ja schon recht. Es kann schon ein bisschen traurig wirken. Das ist wie so ein kleines Mädchen, was überhappy ist. So happy, dass es schon total nervig ist. Sie geht jeden auf den Sack. Aber du willst nicht böse zu ihr sein, weil sie eigentlich kein Arschloch ist. Sie ist nur fucking nervig. Und hängt dir den kompletten Tag über wie eine Zecke am Arsch. Aber trotzdem ist sie halt nicht... Sie ist halt nur nervig. Du willst aber auch nicht böse zu ihr sein, denn dann bist du der Arschloch. Oh, das geht nicht. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Oh, Edna, komm schon. Das ist echt nicht Edna-Style. Oh, die Kleinen tun mir irgendwie ein bisschen leid, obwohl sie mir übelst auf die Nüsse geht. Ah, dann Papier. Weiß und flach. Das muss Papier sein. Nee, den Frauenwitz lasse ich jetzt mal. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das hat man schon. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Weiß man nicht, bevor man es nicht austestet. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigung. Hat man schon. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ja. Ach nö. Oh. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja. Gurkenscheiben. Oh, yeah. Benimm dich, Harvey. Schlettler Vita statt geiler Gurkenscheiben. Ha. Oh. E, wie Edna. Ich sehe das Packpapier, aber ich sehe das Geschenkband nirgendwo. Das ist auch schlimm. In diesem Bild faltet Captain Unbrauchbar einen Einwegbumerang. Da merkt man, dass Captain Unbrauchbar ein verdammt guter Erfinder ist. Er kann einen Einwegbumerang falten. Also einen Bumerang, den man quasi wirft. Und der immer nur einen Weg fliegt, als er nicht wieder zurückkommt. Ich kann es nicht verhaften. Es hat eine weiße Weste.
Willst du jetzt rassistisch wirken oder was? Auch wenn es eine schwarze Weste hätte, könntest du es verhaften. Scheiß doch auf die Farbe. Rassistin Edna. Ich erledige den Papierkram später. Aber dann kann es niemand mehr benutzen. Muss doch auch nicht, dann ist dein Kunstwerk das Beste hier. Den Riss sehe ich gerade nicht. Oh, okay. Das ist kein Esspapier. Das ist kein Esspapier. Du kannst trotzdem kauen. Das ist kein Backpapier. Kannst du trotzdem zum Backen verwenden. Wird's auch schön heiß. Siehst du, und jetzt noch ab in den Ofen damit. Okay, vergiss es. Ich würde sagen, da hat man so eine Art... ja... nährhaften Taco? Oder ne, Burrito eher. Weil die sind ja so zusammengerollt. Aber jetzt mit der so... mit dem Dip... ne, lass mal. Ähnlich dünn, gleiche Geschmacksrichtung. Lecker. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Ihr Gemüt war wie Fußnägel auf Papier. Eine dunkle, schwarze Sichel des Zorns. Und Gregor. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Dann sprichst du doch. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Einer muss immer den Anfang machen. Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkippen. Ja. Schade. Oh. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Den Tisch. Flip the table. Edna Woods. Dieses Holz wurde bereits vermöbelt. Oh Gott. Der geheime Zugang zum Tiefparterre-Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Schwerer Fall von Zeitdiebstahl. Diesen Polen müssen wir sofort in den Knast bringen. Hier liegt genug Papier rum. Keine Chance. Ich boykottiere die Beschäftigungstherapie. Das ist auch gut so. Obwohl, wenn es was Spannendes gibt, mit dem man sich beschäftigen kann, kann man es ja machen. Das ist fast ein Anagramm. Aber eben nur fast. Was? Egal. Naja, das ist quasi ein Palindrom. Aber da Palindrome auch... quasi nur Anagramme sind, ist es eigentlich schon ein volles Anagramm. Tatsächlich, es ist quasi ein volles Anagramm, denn man kann aus Regal ein Wort erschaffen, was quasi als Synonym für das Ding hier gelten könnte. Ja. Ja. Mit der Gabel war das jetzt. Den Topf behalte ich lieber. Würde ich auch machen. Bah, Beschäftigungstherapie lässt mich sowas von kalt. Tja, du bist halt nicht so hot wie ich. Ja, ja. Ist das hier oben der Senf? Wo ist da jetzt das Senf? Nein, das Zeug hat schon lange genug gestanden. Du kannst doch auch noch länger stehen. Ich meine, du musst doch sowieso nicht nochmal hierher kommen. Nein, die Chips gehören jetzt mir. Die Chips, die nach Papier schmecken. Lecker. Ich lege ihn hier hin und hole ihn später wieder ab. Machst du eh nicht. So, das war das Regal. Jetzt der unheimlich tolle Schlüssel. Das ist Kunst. Mhm. Es ist verlockend.
Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Du kannst allerdings auch einfach nur den Schlüssel nehmen und versuchen, eine Kopie des Schlüssels zu herzustellen. Mit Papier zum Beispiel. Den kannst du dann wieder da draufhängen. Und dann hast du quasi eigene Kunst, die du hier zeigen kannst. Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ja! Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Dann machst du halt, wie gesagt, so eine Kopie dran. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Was? Ich warne dich, Edna. Frechheit sowas. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Ich habe schon wesentlich verrücktere Leute gesehen, als die, die hier drinnen vorkommen. Nein, das soll heil... Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand... Jo. Ah, das wird schon gar nicht. Verboten gut. Total. Jetzt kommt mir dieses Formular plötzlich wie Papierverschwendung vor. Nein, das soll heil und sauber. Nein, das soll delikat. Cool. Nein, das soll... Mit ein bisschen Senf wird's noch delikater. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Nein, das... Delikat. Komm jetzt nochmal, delikat. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Da macht's es natürlich nicht mit, ist klar. So, mit dem Bienenmann reden wir allerdings noch nicht. Wir nehmen zuerst die Zickzackschere. Da hat jemand Vorsicht Frank drauf gekritzelt. Seltsam. Wer war Frank? Ich kenne keinen Frank. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Damit lassen sich prima Zickzackmuster schneiden. Ja. Wollen wir Blinddarmoperation spielen, Harvey? Nur wenn ich der Doktor sein darf. Dann lieber nicht. Seltsam. Ich kann weder den Stift zerschneiden, noch kann ich die Schere bemalen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Das ist auch interessant. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Seltsam. Ich kann weder den Poloschläger zerschneiden. Aber der Poloschläger hat jetzt nichts mit Verwüstung zu tun. Weil mit dem Poloschläger haben wir bisher nicht besonders viel verwüstet. Nein, Edna, aufhören! Du darfst Captain Unbrauchbars Abenteuer nicht zerschnipseln. Das wäre respektlos. Harvey, ich glaube, Respekt. Okay. Dann hatten wir das sogar schon mal. Lieber nicht. Damit würde ich mich nur selbst degradieren. Das ging jetzt wegen einem falschen Missklick zu schnell weg. Sorry. Ich brauche keine Therapie. Ich werde das Formular zerschneiden. Nein, du es nicht. Ja, schnipp, schnipp, hurra. Und danach schneiden wir unsere Bauchdecken auf. Yippie. Was ist? Warum zögerst du? Ich glaube, ich behalte das Formular lieber. Warum jetzt? Auf einmal. Hast du was gegen schöne warme Decken? Messer, Gabel, Schere, Licht. Meine Sammlung ist fast komplett. Ich
stellt sich mir jetzt nur die Frage, wo haben wir Licht? Oder meint sie sich selber, weil sie so ein Wesen des Lichtes ist, was Schmetterlinge, nee, was Motten frisst? Ach nee, das war ja falsch, ich muss ja hier oben. Messer, Gabel, das war mir fast klar, dass das dasselbe sein wird. Daran beißt sich die Schere die Zähne aus. Es könnte vielleicht aber auch eine starke Schere sein. Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Genau. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du und ich. Ach, das war süß. Ich glaube aber, das hatten wir schon mal. Scharfer Ketchup, stumpfe Schere. Ich wünschte andersrum, es wäre. Stumpfer Ketchup, bitte was? Scharfer Senf und stumpf. Ich wünschte. Zickzackschere und Bohnendip, das ist. Moment, das ist gar nichts. Das ist einfach nur Unsinn. Du bist Unsinn. Ob ich meine eigenen Riffelchips herstellen kann? Probier's aus, Edna. Wohl nicht. Schade. Aber wenigstens hat es mal ausprobiert. Jetzt haben wir unseren Fußnagel zerschnitten. So, und mehr gibt es denn. Doch, hier gibt's noch Wachsstifte. Mit den Kronleuchter können wir nichts machen. Ja, dann nehmen wir noch die Wachsstifte zu uns. Wie passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Auch wieder sehr interessante Stimme. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Nein, nicht, dass ich wüsste. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Hört sich gar nicht an wie so eine Biene. Guck mal, Harvey. Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? 2. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Das kannst du gerne versuchen, Harvey. Das wirst du aber nicht schaffen. Die werden mit solchen riesigen, tausenden Gundam-Anzügen auf dich draufgehen. Da kannst du so groß sein, wie du willst. Du hättest nicht die geringste Chance. Der Kuli ist super. Ich will nicht tauschen. Würde ich auch nicht machen. Nicht gegen solche Wachsmalstifte, obwohl die bunt sind. Der Poloschläger muss noch nicht gewachst werden. Er liegt noch ganz gut in der Hand. In diesem Bild malen Captain Unbrauchbar und Nützlich Boy eine Schatzkarte. Boah, da kann sich vielleicht ein Nachfolger für Captain Unbrauchbar finden. Oder Nützlich Boy. Das Auge des Gesetzes ist wachsam. Kein Kommentar. Wenn ich damit Wachs unterschreiben würde, würde mir das niemand abnehmen. Das ist aber ein Kuli. Und mit denen wird es auch nicht unterschreiben. Die hat schon jemand geschält. Nein, danke. Ich habe auch so schon ein wachsiges Gefühl im Mund. Das kommt, weil ich dir Schuhcreme in den Mund geschmiert habe, als du geschlafen hast. Oh Gott. Darauf lässt sich leider nicht rumwachsen. 9, das ist kein Topflappenwachs. Kein Topflappenwachs. Wachsstifte mit Ketchup. Erst die Arbeit, Harvey. Erst die Arbeit, dann die Verpflegung. Du wirst so lange arbeiten, bis du fertig bist, sonst gibt es keinen Nachtisch. Wachsstifte mit Senf. Erst die Arbeit, Harvey. Ein Geniestreich! Wenn ich die Wachsstifte in diesen Dip tunke, dann... Entschuldigung? Die brauche ich noch. Mann. Gute Idee. Ich könnte die Chips mit etwas Farbe... Entschuldigung? Die brauche ich... Mann. Die Biene ist mir voll unsympathisch. Darauf lässt sich leider nicht rumwachsen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als mir die Fußnägel zu bemalen. Irgendwas ist auffällig an dem. Ich kann nur den Finger nicht drauflegen. Hast du mal versucht, eine Biene mit deinen Fingern zu berühren?
Das tut erstens so weh, wenn die dich dann sticht, und zweitens ist es verdammt schwierig. Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Mit so einem seinen 20mm Kampfstachel. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Er ist eine Biene. Er bestäubt dich. Ronja, du rubinrote Rächerin aus Romburg. Ja. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Mit den Ohren? Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Aha. Eigentlich heiße ich Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschlift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Also müssen wir quasi das Wäscheliftsystem umbauen, eine komplette Anstaltsrenovation machen und das Wäscheliftsystem in die Freiheit locken. Am besten über den Lüftungsschacht oben. Wobei, der ist zu weit oben. Naja, da könnte man noch so ein hier Abfallrohr, was da, wenn jemand aus der Wohnung auszieht und da alles weggeschmissen werden muss. So ein Rohr, was da direkt runter in den Container führt, könnte man noch dran bauen. Dann könnte es gehen. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Das stimmt leider. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Die sind immer Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Was? Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Also erstens, was hast du gegen Willy? Der war, naja, als Clown würde ich ihn jetzt nicht wirklich bezeichnen. Er war eher der verpeilte Secondhand-Char. Und die Dordens, die waren, glaube ich, auch gelb-schwarz gestreift. Aber sonst mehr hatten die von der Biene auch nicht. Aber der große Dalton, der war ziemlich cool. Der größte von allen. Das war der schlauste. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Also ist dein Ohrenschmalz quasi nicht süß, weil es kein Zuckerschlecken ist. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Gut, also... eine Fliege machen. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Ah ne, warte mal, eine Sache noch. Hallo Bienenmann. Hallo Fre... Nenn mich ruhig weiter Fre... Wie du willst. Jo,
Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Okay, auch nicht schlecht. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Aber generell müsste ich sagen, der Bienenmann, der passt besser zu Edna als hier die Petra. Also muss ich sogar sagen, ist der Bienenmann eher so ein Gegenstück von Edna, finde ich jetzt. Wozu? Um Honig herzustellen? Oh, bitte, bitte bring nicht solche Bilder in meinen Kopf. Bitte, Edna. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Na, mir auch nicht. Seine Bienenflügel stehen steil bergnach oben. Er hat zwei steife Bienenflügel. Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist. Und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Daher also das Bienenkostüm. Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? Nicht wichtig. Und im Bestäuben bestimmt auch. In diesem Bild zähmt Captain Unbrauchbar die Bienenkönigin. Sie war auch ein harter Gegner, aber gegen Captain Unbrauchbar kommt niemand an. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Möchtest du diese Anmeldung zur Therapie? Sehe ich so aus, als bräuchte ich eine Therapie? Sagen wir mal so, wenn das eine rhetorische Frage war, brauchst du als erstes einen Rhetorikkurs. Wieso? Die Frage, die hat er sehr gut gemacht. Brauchst du zufällig ein Messer? Wir benutzen hier in der Beschäftigungstherapie keine Messer mehr. Seit diesem Vorfall wird nur noch geklebt und gefaltet. Was für ein Vorfall? Der Barmann hat Professor Nock versehentlich einen Lungenflügel amputiert. Dabei wollte er sich nur eine Semmel schmieren. Und jetzt klebt und faltet ihr eure Semmeln? Ich habe bereits 10 Kilo abgenommen. Oh, gut, dass er das ganz versehentlich gemacht hat. Brauchst du eine Gabel? So dringend wie einen dritten Fuß. Wow, mit einem dritten Fuß wäre ich richtig kick-ass. Dann behalt die Gabel doch einfach. Wobei, da fehlt noch die Stahlplatten in deinem Körper. Magst du Töpfe? Die Frage ist mir zu persönlich. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Auch nur ganz ich habe immer ein eigenes Bad dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Tauscherin, gibst du mir... Geil, wir haben bienenfarbene Topflappen. Können wir jetzt auch... Der Ketchup, der mich dazu bringt, diesen... Okay, muss können erst... wir nicht. Hast du mein... Aber wir können doch bestimmt... Nein, das sind die guten Bienenmann-Topflappen. Oh. Die habe ich mir extra eingetauscht. Och Mann. Etwas Ketchup dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Finnische Flammenwerfer werfen lange Schatten. Flambierte Langschatten werden von Flammen erstickt. Flammen mit Flaggeschützen flanieren im Flanellanzug nach Flandern. Ich habe Lust zu wandern. Aber nein, ich bin noch nicht fertig mit ihnen. Etwas Senf dazu? Wozu? Dazu. Sieh zu. Wie zu? So zu. Wozu? Korfu. Ach, dazu. Sag ich doch. Britische Brockenkäfer besuchen den Baumarkt. Britische Brockenkäferbesucher besuchen den sudanesischen Sudanträger. Ach du Scheiße. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Und außerdem könnte er den Honig verhunzen. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug.
Ja, nur Honig schmeckt auch nicht so gut und hilft gegen den Durst auch nicht so besonders gut. Ich habe mir deine Zickzackschere genommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, leg sie zurück. Toller Rat. Sie bringt nur Kummer. Wieso? Was ist denn passiert? Sagen wir mal so, früher war ich der Hornissenmann. Ui. Okay. Willst du einen nützlichen Fußnagel haben? Gerade nicht. Ich habe selbst noch 10 davon. Aber nur gerade.